Morpho, das Buch für Künstler und Künstlerinnen. Dieses Buch möchte ich euch heute vorstellen. Es ist ein Buch über die menschliche Anatomie und es ist ein absolut fantastisches Buch. Die Zeichnungen sind grandios, der Inhalt ist noch viel besser. Es ist über 300 Seiten groß, stark, umfangreich und es hat über 1000 Zeichnungen drin. Also es ist immens. Es ist fantastisch gezeichnet, also wirklich sehr guter Strich. Der Sitz, der ist selbstbewusst und das ist noch ein weiterer Aspekt dieses Buches. Du lernst nicht nur die Anatomie kennen, sondern du siehst auch, wie eine gute Zeichnung aussieht, beziehungsweise er inspiriert dich da, den Strich bewusst zu führen, auch die Menschen dann dementsprechend anzudeuten, gewisse Sachen zu betonen, gewisse Sachen dann weiter auszulassen. Also auch das zeichnerisch eine irrsinnige gute Quelle. Und das andere ist das Buch. Ihr seht es ja, so, es ist klein und es ist handlich, es ist wirklich leicht. Und das hat einen Vorteil, du kannst es mitnehmen in den Urlaub oder man kann es ganz einfach auf den Tisch legen zum Abpausen, zum Abschauen. Es nimmt nicht viel Platz ein, es ist wirklich nicht umständlich, von diesem Aspekt aus gesehen, auch sehr, sehr handlich und gebrauchsfreundlich. Ja, dieses Buch habe ich zufällig in die Bibliothek gefunden, also es ist kein Werbepartner von mir oder so, sondern ich habe es gefunden und war sofort begeistert. Es ist meine erste Buchvorstellung hier auf diesem Kanal und ich dachte, ich zeige es euch, weil es ist wirklich ein tolles Werk. Da könnt ihr auch davon profitieren. Ich werde es mir sicher kaufen, weil die Referenzen sind da Gold wert da drin. Er zeigt das nicht nur anatomisch, sondern er geht auch sehr künstlerisch auf die Figuren drauf ein. Also sind auch dynamisch gezeichnet und immer im Kontext mit den anderen Körperteilen. Da ist wirklich Leben drin und Bewegung drin. Das ist ganz toll. Ja, wenn euch diese Art von Videos gefallen, Buchbesprechungen, Buchvorstellungen, lasst gerne ein Däumchen nach oben da oder einen Kommentar. Also danke dafür. Gehen wir aufs Papier bzw. aufs Buch und ich zeige euch die einzelnen Bereiche in einer groben Übersicht. Okay, let's go. Der Anfang macht schon der Umschlag, der ist toll. Und zwar haben wir hier vorne einen Aufklappumschlag. Und hier sehen wir das ganze Skelett bzw. die ganzen Bereiche, Kopf, Hals, Rumpf, obere Extremität, untere Extremität mit den dazugehörigen Teilen. Und dann sind sie hier noch dementsprechend benannt mit der Abkürzung. Auf der anderen Rückseite, auf dem Umschlag hinten, haben wir dann die Muskulatur mit speziellen Zahlen. Das sind Indexzahlen zu den Zeichnungen. Und das können wir dann offen halten. Wenn wir hier etwas nachschauen, dann steht es, okay, Nummer 23, das ist das, Oberarmknochen, Speiche und so weiter. Also wir haben hier direkt einen Vergleich und hast die ganze Zeit auch die Begriffe vor den Augen, was auch sehr hilfreich ist. Gut, gehen wir rein. Wir haben Vorwort, Einführung, Kopf und Hals, Rumpf, Schulter, Oberarm, Oberextremität, Unterextremität und Gesamtansichten, auch ganz toll. Beim Vorwort geht auf die Morphologie drauf ein, der Unterschied zwischen Morphologie und Anatomie, also auch ganz toll hier. Geht auf die einzelnen Eigenheiten des Körpers ein. Nur ganz kurz, ganz sehr rudimentär, aber absolut informativ und völlig ausreichend. Und er geht auch auf die Weichgewebstrukturen ein, auf die obere Extremität natürlich. Also Weichgewebstrukturen, es geht um das Körperfett. Wo liegt es, wie fällt es auch? Das thematisiert er dann hinten im Buch, finde ich ganz toll. Ja, jetzt kommen wir zum ersten Kapitel, Kopf und Hals. Und hier sehen wir schon, die Strichführung, die ist absolut toll, die ist selbstbewusst, zack, ein Strich und er saß, oder? Der sitzt. Da können wir auch schauen, wie wir denn den Körper zeichnen können, dass wir da mit den Formen gehen können und was zeigen, was auslassen. Natürlich, also wirklich sehr künstlerisch das Ganze gehalten, finde ich ganz toll. Die einzelnen Teile sind sehr umfangreich gezeigt. Der Kopf natürlich vom Schädel her in ganz verschiedenen Proportionen, ganz verschiedenen Ansichten, Winkeln. Und das sind Ansichten, die genügen eigentlich. Wir sehen dann später dann schon in den Zeichnungen das Ohr und das Gesicht. Er nimmt das immer noch später mit. Und das muss nicht alles hier behandelt werden, sondern das kommt dann noch mit. Und wir lernen da Stück für Stück wirklich den Grundaufbau des Körpers. Also man kann da wirklich von Seite 1 beginnen und sich durcharbeiten. Und ganz toll, wenn du jetzt so ein Buch in die Hand nimmst und daraus lernen wirst, natürlich kannst du das abzeichnen. Aber du kannst natürlich auch ein Blatt Papier drüber legen, ein Pergamentblatt und wirklich nachzeichnen, dass du wirklich die Formen so ein bisschen in die Hand, in den Kopf übergeht. Und das habe ich dann früher gemacht, mache ich heute immer noch so, wenn es ganz schnell gehen muss. Aber das hilft ungemein und wir haben hier sehr, sehr viele Variationen, die wir wirklich ausschöpfen können. Finde ich ganz toll.
Da kann man sich dann das herausnehmen, was einem wichtig ist, wie die Muskeln hier sitzen. Aber das ist keine wissenschaftliche Zeichnung, sondern wirklich eine künstlerische Zeichnung. Und das genügt vollkommen, dass man sich ein bisschen bewusst wird, okay, die Muskeln gehen nach unten, da gehen sie vielleicht horizontal, da vertikal, da sind sie seitlich gelegt und so weiter. Also hier, wie ist der Muskelaufbau, dass man so ein bisschen so eine Grundstruktur bekommt im Wissen. Auch diese Halsmuskeln, wo sie anfangen beim Schlüsselbein, dass sie zum Ohr heraufgehen. Und ja, viel Zeichnung, ganz viel Zeichnung, ganz tolle Zeichnungen. Auch hier sehr vereinfacht. Und wo Text ist, dann ist er wirklich relevant und wichtig und passend zu der Doppelseite. Also nicht hier sehr viel Theorie und wenig Zeichnung, sondern effektiv sehr viel Zeichnung und nur die nötigste Theorie. Ja, dann kommen wir mal zum Rumpf. Und auch hier, der Rumpf ist nicht nur der Rumpf abgebildet, sondern er nimmt dann auch das Becken mit, schon mal die Arme, die Beine. Und wir sehen, wie ist der Rumpf überhaupt eingebettet in die Gesamteinsicht des Körpers. Ja, genau, das Becken, männlich, weiblich, auch hier sehr vereinfacht, damit man das ein bisschen so von dieser Form halt begreifen kann, der Aufbau. Und auch hier die Person, man sieht, okay, das ist, ja, hier fängt es an ungefähr, so liegt es. Wir sehen dann später solche Zeichnungen in der Bewegung, der leichten Bewegung, wie das Ganze überhaupt geneigt ist, weil wenn wir nur den Körper sehen, die Haut, dann sehen wir ja nicht, wie effektiv das in den Winkel reinfällt. Und hier ist es wunderbar dargestellt, auch mit den Beinen kann man schauen, okay, die Füße zeichnet er so, kann man das schon mal vorwegnehmen, auch sehr schön. Und immer der dynamische Strich, der begeistert mich immer wieder, ist fantastisch gezeichnet. Geschlechtsteile sogar nimmt er davor, dann geht er ein bisschen in die wissenschaftliche Zeichnung rein. Das ist eine sehr schematische, klassische Darstellung, die klassische Sache eben von der Seite, leicht von der Seite, von vorne, von hinten, der ganze Brustkorb aufgebaut ist. Und auch hier, wie liegt das Ganze? Das finde ich so toll, diese Zeichnungen hier in der Bewegung. Auch hier wieder das Becken und auch hier eine schematische Darstellung, die gehört ja fast obligatorisch schon dazu. Und auch diese Ansichten finde ich toll, wie ist das, wenn die Person gebückt ist und wie kommen dann die Muskeln da heraus. Und immer auch mit den Beinen natürlich das Ganze im Gesamtpaket anzuschauen. Es ist ja eine Bewegung, es ist ja alles, gehört ja alles zusammen. Hier wunderschön, auch hier wird das behandelt, aber auch hier der ganze Körper kommt mit. Und da kann man schon mal schauen, ja, wie zeichne ich den Kopf, wie liegt überhaupt der Kopf, der ist ja nicht separat. Er betont auch die Figuren dementsprechend, wo was wichtig ist. Also keine unnötigen Striche, nicht zu viel Muskulatur, wo ablenkt, sondern wirklich nur das, was relevant ist. Wird hier auch detailliert ausgezeichnet. Und auch hier einfachere Ansichten, wenn man mit so etwas anfangen möchte. So eine Art Kastenaufbau, Schachtelaufbau. Das ist natürlich dann einfacher und das genügt meistens vollkommen. Das ist jetzt mein Lieblingsthema, Schulter und Oberarm. Und das ist so ein komplexer Bereich. Das ist eigentlich der, ja, meiner Ansicht nach der komplexeste Bereich des gesamten Körpers, weil da kommt so viel zusammen. Wir haben Kugelgelenke, wir haben ganz viele einzelne Knochen, die sich in alle Richtungen bewegen, die ganz vieles machen und ganz viele Muskeln vorne und hinten, also auch das, diese Dualität, die hier zusammenkommt und natürlich auch in der Kopfbewegung seitlich neigend, das ist extrem komplex, dieser Rumpf, und er zeigt ihn wirklich wunderbar und auch so etwas hier, wo ist effektiv die Anspannung, auch hier vielleicht bei einer älteren Person, weiblichen Person. Und auch hier so etwas von leicht von der Seite, von oben, ganz toll, wie das Schulterblatt und das Schlüsselbein zusammenkommen hier. Jetzt hier noch ohne Trapezmuskel. Und auch die Brustmuskulatur bei der Brust, weiblichen Brust, wie ist das angelagert? Hier haben wir das Fettgewebe, das dann drüber liegt. Und auch hier solche Figuren, oder? Wie ist das hier jetzt ausgezeichnet? Wie sieht das aus, wenn die Schultern schmäler sind, kleiner sind? Also ganz toll. Auch hier, das gefällt mir besonders, vor allem die Schultern, wie bewegen sie sich, wie viel Spielraum hat man da effektiv, auch hier noch ohne Trapezmuskel, um zu sehen, wo ist der Deltoid, wo beginnt er, auch hier verschiedene Ansichten von schräg oben, von der Seite. Ja, wir haben hier sehr viel Anschauungsmaterial. Die ganze Schultermuskulatur, sehr schön dargestellt, auch hier in der kleinen Bewegung, in der Dehnung, Ausdehnung.
sehr schön dargestellt, auch mit den Händen, wie sie hier angedeutet sind. Hier wieder eine klassische Darstellung hier mit dem Latissimus, Serratus-Muskeln, und dass man da sieht, wie die seitlichen Bauchmuskeln da überhaupt hervorkommen. Auch hier diese Ansichten finde ich ganz toll in der Bewegung, wie aus einem Tänzer nachgezeichnet. Erstmal, dass man ein bisschen eine Übersicht bekommt, wie sich die Muskulatur verhält, dass man da nicht suchen muss, also wirklich ein Kompendium hier. Du hast wirklich, ja, alles, was du brauchst, hast du in diesem Buch. Auch so eine sehr grobe Übersichtszeichnung, die genügt dann vollkommen. Also er betont wirklich so, dass man die Plastizität des Körpers da sehr gut nachvollziehen kann. Ganz toll. Und dieser Bereich mit dem Oberkörper, mit den Schulterblättern, der ist sehr umfangreich. Er zeigt die verschiedenen Bereiche auch sehr unterschiedlich an. Also im Umriss, in der Muskelzeichnung oder in der Gesamtansicht, in der Korrelation, wie das Ganze zusammenhängt. Da kann man sich heraussuchen, was einem am besten gefällt. Das Ganze fällt hier wirklich eine künstlerische Zeichnung, nur in der Bewegung. Auch hier, wie man das ein bisschen andeuten kann, eine klassische Zeichnung, schematische Zeichnung, wie wir sie kennen, wie man sie meistens in den Büchern findet. Aber hier haben wir schon x Doppelseiten mit diesem Thema. Und auch hier zum Beispiel die Füße, wie stehen sie? Die Knie sind schon angedeutet, ganz schön. Hier nochmals der Oberkörper, sehr vereinfacht. Hier von einem Kletterer nachgezeichnet, die haben auch eine sehr gute Zeichnung der Muskulatur auf den Fotos, sehr ausdefiniert. Also nach diesem Kapitel kann man den Rücken zeichnen auf jeden Fall. Obere Extremität, das nächste Thema, die Arme und dann die Hände. Auch hier zuerst mal die ganzen Basics, die Knochen, was haben wir für Knochen, was bewegt sich wo, ein Knochen überlagert den anderen. Und auch hier in der Gesamtansicht des Körpers, also der Arm ist ja nie losgelöst. Und hier fängt er schon mal mit den Händen an, ganz wenig. Auch hier, wie ist die Bewegung überhaupt möglich? Was kann man denn mit der Hand machen? Wie weit kann man sie rausbewegen? Und wie weit kann man sie neigen? Wo hört es auf? Und immer die Hände mit dabei, sehr schön, kann man auch sehr viel lernen. Was macht die Hand? Oder ist das, wenn ich sie nach innen ziehe, dann zieht es den Bizeps zusammen, wenn sie nach außen, dann werden die Unterarmmuskeln beansprucht und der Bizeps ist dann weniger, ist dann eher länger gedehnt. Also man sieht auch hier den kleinen Unterschied und so weiter. Auch hier ganz tolle Zeichnungen, da sieht man auch, wie das Ganze locker aussieht, wenn die Muskulatur heraussticht. Wo hört der Bizeps auf, wo fangen die Unterarmmuskulatur an. Auch hier Spannung, Entspannung und Spannung im unteren Bereich. Sehr schön. Ja, und die Zeichnungen an sich sind toll gemacht. Auch hier wie die Muskelfasern sich da bewegen, das ist auch sehr wichtig. Dass man auch, wenn man Schatten zeichnet, dass man das vielleicht ein bisschen aufnehmen kann und so die Haptik, das Volumen des Körpers nach ein bisschen mitgestalten kann, mit einem einfachen Strichtrick. Das zeigt alles hier wunderbar. Ja, die Arme sind auch ziemlich komplex. Nicht so komplex natürlich wie der Oberkörper, aber die Hände werden dann noch komplexer. Und auch hier die Ansicht aus verschiedenen Perspektiven. Wenn ich jetzt mich hier stütze, ist vielleicht der Trizeps ein bisschen angespannter, beziehungsweise die Schultermuskulatur. Jetzt hier bei der Frau weniger, dafür der Unterarm ein bisschen akzentuierter. Kann man sich ein bisschen auch hier das Zeichnerische abschauen und erkläre das wirklich in kurzen Worten, prägnanten Worten. Und da muss man nicht so viel lesen, da kann man sich das Wichtigste informativ da reinziehen und dann sieht man es schon, die Zeichnung erklärt dann das meiste. Wunderschöne Zusammenfassung hier. Also wenn ihr Superhelden-Comics oder sonstige Action-Szenen zeichnet, ist das Buch auch sehr zu empfehlen. Kommen wir hier zu den Armen, zu den Händen. Auch mit den Händen fängt er hier mit so einer kleinen Übersichtszeichnung an, aus Röhren und Schachteln, sage ich mal. Auch hier die Bewegung der Hand. Die Hand ist ja wie das zweite Gesicht, jetzt für mich. Die sagt so viel aus, also mit dem Handspiel kann man so viel aussagen. Da liegt so viel Charakter drin. Auch hier der Vergleich Hand und Fuß. Diese Ballen, die zum Teil sehr ähnlich aufgebaut sind. Hier auch in verschiedenen Posen. Da bekommt man schon mal die Stimmung der jeweiligen Person mit. Ist sie entspannt? Ist sie aggressiv? Ist sie ein bisschen nervös? Das kann die Hand alles aussagen. Man muss nicht unbedingt immer das Gesicht zeigen. Und auch hier verschiedene Stellungen der Hand. Nicht nur weißt, wie die einzelnen Muskeln, wie die einzelnen Knochen liegen, sondern dass du effektiv hier nachschauen kannst, wie man Hände aus verschiedenen Perspektiven zeichnen kann. Und wie das Ganze natürlich dann auch mit dem Unterarm und später mit den ganzen
wie den ganzen Arm hier zusammenhängt. Okay, untere Extremität, wir neigen uns dem Ende zu, die Beine, auch hier eine große Sache, ist dann die Hälfte des Körpers fast. Und auch hier der Aufbau zuerst, was haben wir für Knochen drin? Aber wie sehen sie angespannt aus, wie ist das Knie, das Gelenk, das Kniegelenk? Und auch hier ganz speziell, wie können wir überhaupt die Beine bewegen? Es ist ja die Bewegungsmechanik ist ja sehr ähnlich wie bei den Armen und den Schultern, jedoch die Beine können viele nicht so weit nach außen bzw. einen Spagat machen, können nicht viele oder nur ganz wenige. Mit den Armen kannst du fast immer oder jede Person kann da ganz ausholen. Der Bewegungsradius ist bei den Beinen natürlich viel kleiner. Dementsprechend haben wir auch oft eine kleine Flucht oder eine verkürzte Ansicht der Oberschenkel. Auch hier die Muskulatur der Quadrizeps hier wunderbar gezeigt. Und hier in der Anspannung, in der Entspannung hier, wie das Ganze auch fließt. Auch hier sehr schön mit den Füßen, wie sie dargestellt sind. Also wirklich sehr so Perspektiven, die wir so vielleicht nie wahrnehmen oder die wir vielleicht nicht bewusst so suchen, wenn wir einen Menschen zeichnen, weil sie eben zu schwer sind. Zeigt er hier alles wunderbar. Okay. Ja, und wie gesagt, er zeigt das Ganze in den Bewegungen, immer wieder garniert mit anatomischen Zusätzen, wie dem Knochenaufbau, die Verbindung der einzelnen Gelenke. Hier das Gesäß, wie sich das streckt, wenn man die Beine auseinander nimmt. Auch hier sehr schön in der Bewegung. Ganz toll. Sieht man viel zu wenig in so Büchern. Weil erst durch das nimmt man die Muskulatur dann wirklich wahr, beziehungsweise kann sie auch in der eigenen Arbeit ausspielen, wenn du Dynamik und darstellen möchtest. Und dann zeichnest du auch die Muskeln, die angespannt sind, dann zeichnet man auch die dementsprechend bewusst und akzentuiert diese. Den Rest kann man dann entspannt lassen. Und so Details wie zum Beispiel die Sehnenverbindung zu der Muskulatur, vom Knochen zu der Muskulatur, kann man da erahnen, aber man sieht es nicht direkt, weil es ist ja nicht so relevant. Ich kenne es aus anderen Büchern, wo die da effektiv sehr tief da reingehen und bringt relativ wenig bis gar nichts. Also rein künstlerisch gesehen, wenn ich die Figur zeichnen möchte. Aber hier sehen wir effektiv nur das Nötigste und immer wieder in Bewegung. Verschiedene Posen, verschiedene Perspektiven, ganz schön hier in der Verkürzung, leicht von vorne. Von oben, auch hier in der Wadenmuskulatur, was passiert da, die inneren, äußeren Waden und auch immer wieder die Füße, ganz toll gezeichnet, dass man auch da sieht, wie verhalten sich diese. Jetzt haben wir hier zu den Füßen, das ist auch ein Thema für sich, meistens sind sie ja in den Schuhen, die Füße, dann zeichnen wir Schuhe, irgendwie in so einem Klops, im Dunkeln und fertig ist. Ja, die haben ja auch sehr viele Knochen in sich, sind sehr vielseitig aufgebaut und leisten unglaublich viel, die Füße. Dementsprechend gibt es auch sehr viele Variationen, was so eigen wie vielleicht das Gesicht, der Fingerabdruck. Aber auch hier so Ansichten wie von leicht unten, von der Seite, die sind wirklich schwierig zu zeichnen, dass man sie auch plastisch wahrnimmt, dass sie auch richtig sind. Aber hier wirklich sehr schön, auch hier von der die Verkürzung, so etwas, finde ich toll, die Zeichnungen. Da kann man sich da auch inspirieren lassen oder sich ein bisschen helfen lassen. Die Muskulatur, die ist ja so vielseitig beim Fuß und unten wird sie dann sehr hart, oben wird sie effektiv weicher, beziehungsweise oben haben wir dann auch viele Sehnen. Verschiedene Ansichten, ganz toll. Also ein Fundus an Bildmaterial, effektiv. Das letzte Thema, die Gesamtansichten. Hier kommt auf das Thema Körperfett zu sprechen. Finde ich ganz toll. Bei Mann und Frau. Und da sieht man, wo sich das Fett heranreichert, typischerweise. Es ist ja sehr individuell. Es gibt ja Männer, die haben einen riesen Bauch. Dafür haben sie muskulöse Beine und Arme, was sehr skurril aussieht. Und bei den Frauen, die können auch schmale Schultern haben und schmale Beine, also Waden. Dafür haben sie ein breiteres Becken. Und das Fett, das orientiert sich, wie gesagt, nicht unbedingt an der Muskulatur, sondern das findet immer einen eigenen Weg am Körper. Und das ist auch immer sehr unterschiedlich. Hier zeigt er sehr wunderbar, wie man das zeichnen kann. Dass man das Volumen wahrnimmt, das finde ich ganz toll. Solche Sachen. Da kann man nicht unbedingt nach der Anatomie gehen, sondern effektiv nach dem eigentlichen Volumen. Fett kann sich ja nicht anspannen, kann man nicht anspannen, das kann man nur ausdehnen. Oder zusammendrücken, das hat effektiv ein Eigenleben, das kann man nicht kontrollieren wie eine Muskulatur. Muss man auch dementsprechend zeichnen, also da gibt es eben keine
Spannung, Entspannung, sondern eine Ausdehnung oder ein Zusammendrücken. Es gibt auch die Fett- und die Körperfalten, die dann effektiv zu betonen sind. Und je nachdem, wie man dann halt sitzt, liegt es dann dementsprechend auch anders. Also ganz toll hier die Zeichnungen. Nimmt da verschiedene Körperformen auf. Auch so nicht unbedingt die normale Regel, sondern vielleicht eine Person mit kürzeren Beinen oder mit einem längeren Oberkörper. Ja, und ein bisschen die Bewegung als Inspiration. Nochmals die Muskulatur. Kann man sich ein bisschen inspirieren lassen vom Strich her. Ist immer noch sehr, sehr akademisch gezeichnet natürlich, dass man daraus lernen kann. Aber schön zu sehen, wie man auch den Strich zeichnen kann. Hier zum Beispiel ganz locker, ganz schnell. Dafür hier ein bisschen detaillierter und verstärkter. Und schon wird die Zeichnung viel künstlerischer. Also wenn ihr Akt zeichnen könnt oder figürliches Zeichnen, macht es unbedingt. Ich würde natürlich den Akt zeichnen vorziehen, weil das immer effektiv den Körper, die Muskulatur, das Gewebe, kann man sich auch um das Modell herum bewegen und eventuell noch schnelle Skizzen anlegen. Das habe ich dann gemacht. Wir hatten dann sehr oft Tänzer und Tänzerinnen als Models und die haben dann wirklich schnell Bewegungen gemacht, die sehr unüblich waren für Normalsterbliche, weil die waren ja sehr beweglich. Dann hatte der eine 2 Minuten lang eine Stellung, dann mussten wir das zeichnen, dann zack, die nächste Stellung und die nächste Stellung. Und innerhalb von 20, 30 Minuten hast du ein ganzes Blatt voll mit 10, 15 Zeichnungen. Und das ist absolut toll, so etwas zeichnen zu können. Also skizziert rasch, damit ihr euch auch hier schnell die Eigenheiten des Körpers aufgreifen könnt, beziehungsweise seht, wo ist effektiv was wichtig. Meistens in der Schnellzeichnung ist es die Bewegung, zack, oder hier so etwas. Und dann könnt ihr die Bereiche betonen, die sich exponieren, beziehungsweise die angespannt sind. Und den Rest kann man da ein bisschen andeuten. Aber das erkennt ihr dann in der schnellen Zeichnung, weil längere Zeichnungen kann man dann immer noch machen. Man kann das später nochmals hervorholen, die Zeichnung, und vielleicht ein bisschen vertiefter angehen, nachzeichnen. Ansonsten, ja, geht in einen Kurs und übt an der realen Person, ist immer besser. Das nächste wäre vielleicht ein Video, wo sich die Person bewegt, dass ihr die Dreidimensionalität ein bisschen erfassen könnt. Das ist immens wichtig. Auf den Fotos sieht man das ziemlich schlecht. Meistens sind sie auch durch das Objektiv sind sie verzerrt. Fotos sind nicht immer korrekt, sage ich mal. Ja, und das war's schon. Ich danke euch fürs Zuschauen und ja, bis bald. Macht's gut. Bye, bye.